Servus Freunde, willkommen zurück hier auf der Stappenbach. Wir sind heute wieder zu zwitt, wie immer. Dabei ist der Steffen. Hallo. So, letzte Feld hat er mal mit Kalk gedüngt. Heute gehen wir ein bisschen was Stinkigeres. Wir fahren ein bisschen Gülle. Hab's fast schon mal dran. Dann würde ich sagen, füllen wir mal und ja. Geben Gas. Komisches Fass. Was geht ab? Das Fass füllt, dreht sich die Hinterachse. Das ist nicht schlecht. Und dann habe ich, glaube ich, einen Fehler entdeckt noch auf der Map. Und zwar hebt sich doch kein Füllplaner beim Güllebäcker bei dem Hof, wo ich habe. Sind 20.000 Liter drin und zeigt mir nichts an. Schon 5% oder 4 drin gehabt. 80.000 Liter drin, würde ich sagen. Legen wir los. Machst du? Fahrst die Silage? Ja, ich mache das Farsi-Lolli, beziehungsweise du die Kiefer für die Rede mit. Okay. Machst du Futter mich schon auch voll oder was? Ne, die ist voll, du Stall, also die Kiefer für Na, die Rede mit. gut. Hast du Bilder gesehen, wo sie heute veröffentlicht haben oder gezeigt haben, wieder von den Schweinen? Nee, nur noch gar nicht, ne. Okay, Facebook war wieder Postgres von LS-Infos mit den Schweinen. Sehen ja eigentlich ganz gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Hörst du irgendein anderes Farmspiel gestern noch gerade? War bestimmt der Pure Farm oder wie der heißt, oder? Boah, ich Pure will's nicht Farmer weiter. oder wie der heißt, keine Ahnung. Habe ich heute ein Video drüber gesehen. Wir versuchen so auch wieder so ein bisschen der LS nur zu machen. So wie das aussieht. So, Mischung aus beide wäre nicht schlecht. So, aus alle Spiele, welche das? Das Pro Farm, das sieht ja auch gut aus von dem animierten Bot und so, ne? Das muss man mal ganz klar so sagen, aber alles andere ist halt scheiße. So, ja, nur gezeigt, wenn ich da mit dem Vollender, mit dem Kartoffel von der Vollender bei Rehe do Ende durch, bleib ich dann einfach stecke. Also ich kenne jetzt jemand, der hat der LS17 hat er sich wieder abbestellt. Komplett. Gut, ich mein, ich hab heute auch das Videos mit den Sounds so geguckt auf YouTube. Weißt du, im Endeffekt, es ist so, wie ich dir gesagt habe, welche so große Veränderungen und so. Ich meine, ein paar geile Sachen sind dabei, weißt du, aber so Das ist nicht maßgebliche. gerade sowas, wo dich dann vom Hocker raufhaut, ne? So ein bisschen. Jo, es ist halt wie es 15er Ja. ist, kann man einfach so sagen. Der Rest ist halt nicht schlecht, was jetzt nahe der Zukunft ist, aber Ja. dann auch nur im Naja, bisschen. und genau aus dem Grund hat er sich der 17er abbestellt, weil es eigentlich, hat er gesagt, genau dieselbe Kopie ist wie der 15er. Nur gleich ein bisschen was dazu gemacht. Ja, ich hab heute, da haben sie dann gezeigt, du, also von dem 939 Sto, ne? Aha.
Und da ist ja die Textur und das alles, das ist ja wie da, weißt du, Ja. wo die Grafik hast, das ist ja genau dasselbe. Ja. Das ist halt schade. Und genau aus dem Grund hat er sich die 17er abgestellt und geht eher auf der Anna, auf der CEC. Gut, aber man weiß, wann der Kram da rauskommt, schmeckt. Keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen. Ich werde mir den A holen und mal testen, so ist es nicht. Was? Alter, Kettle in Jo, Kopf. klar. Jo, klar. Ich glaube, das macht ziemlich jeder von der Farmer-Gemeinschaft. Ich denke, das ist so Ehrensache, dass man sich das immer anguckt. Ich meine, man kann ja über alle Spiele ein bisschen fluchen oder machen, aber wenn man es noch nie ausprobiert hat, Ja, gut, tut halt auch ein bisschen weh, ne? schlecht hat er ja nicht ausgesehen, was es auf den Bildern gesehen ist. Ja, ich AXA, also ich kann mich da nicht beschweren, weil ich schon von Anfang an gesagt habe, also viel erwartet brauchst du da nicht. Das habe ich schon von Anfang an gesagt. Dass die da jetzt die große Revolution hindeutet, das war hier vollkommen klar, dass das nichts wird. Ja. Also, wenn man sich dort drüber aufregt, dann ist es halt einfach selber so. So, ziehen wir noch eine Querbahn drüber. Wäre halt wirklich gut, sage ich mal. Also ich. Jo, ich denke jo, dass das. Mir ist ja viel wichtiger, dass es von der Performance her besser wird. Ne? Der ganze Nebel hier, der ganze Kram, das ist mir jo relativ, weil irgendwann hole ich ja hier eh die Mods, Wäsche, und Ja. dann der Standardkram jetzt gut ist oder nicht, so. Froht noch halb ja Käse auch mehr. Jetzt. Ja man, geht ein bisschen Gülle drauf daher. Da brauchen wir Gülle in Hülle und Fülle. Ich habe halt gerade gesehen, die haben ja das auch mit der Druckluftbremse verbaut, ne? Ja. Hört sich auch gut an. Und dass die Rewe verschiedene Geräusche machen, also wenn ich auf Gras und auf Wacker fahre, schon was Ja. los. Ganz gut. So. Erste Fass ist leer. Unser Lager. Füllen gerade wieder auf. So.
Raps wächst und gedeiht, sehr schön. Ist schon bald wieder alles reif. Hoppla. So ein Stück ohne Reif ist. So. Und dann mal gerade Fülle. Verpasst. Ah ja, ich würde sagen, wir warten es einfach mal ab. Wir lassen es auf uns zukommen. Und dann können wir immer noch Urteil fällen. Auf Facebook war da noch gewusst, dass irgendeiner, wo Mods gemacht hat, auch wieder aufgehört hat. Irgendeiner vom TSL-Team, glaube ich. Weh. Hä? Was du alles weh? Ja. Und. Immer up to date sind. Vielleicht gibt es irgendwann für das 17er gar keinen Mods mehr, weil keiner was macht. Und wenn er es macht, macht er nur noch für sich selber. Weil die ganze Affe, wo die Mods klauen und irgendwo anders da hochladen, würde mit alles in den Arsch machen. Gülle.
Durchgetappt. Durchgetappt. Direkte Lecks verursacht. Ja, ich war ehrlich gesagt so faul, um die Tasche zu drücken. Dann haben wir das Feld auch gleich fertig gegüllt. Könnte man eigentlich anfangen mit Aussehen. Das bisschen lassen wir. Machen wir jetzt nichts mehr. Oder zwei Güllefässer gehen drauf. So kreis. Können wir noch ein bisschen Gülle aussammeln, dass wir komplett alles Gülle. Gut. Dann würde ich aber sagen, sind wir am Ende vom Part. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, Rinhaue. Tschüss. Tschüss.